Hi, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich habe mich heute mal in meinen Ioniq gesetzt und habe mich mal ein bisschen mit dem Thomas unterhalten über die Ladesituation in Brandenburg. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das kleine Interview an, direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Thomas von der Interessengemeinschaft Elektromobilität und der Steve, ebenfalls Interessengemeinschaft, kurz IGEMBB. Jetzt hast du es mal gelernt. Mittlerweile kriegst du stolperfrei raus. Ja, ohne Probleme. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Rheinsberg. Ne? Wir haben uns mit ein paar anderen E-Freaks getroffen. Wir sind gerade so in einer Teilkolonne unterwegs. Also losgefahren von der Energieinsel. Genau. Wunderschönes Gebäude. 100 kW Solar, KWP Solaranlage auf dem Dach. Komplett autark nutzbar. Also als Energieinsel, so wie der Name es auch sagt. Haben uns gerade einen sehr schönen Vortrag angehört. Wenn ich es schaffe, blende ich mal hier unten dann den Link der Energieinsel ein. So, und warum habe ich den Thomas jetzt entführt? Warum habe ich den bei mir im Auto? Weil wir einfach nochmal über die Ladeinfrastruktur in Brandenburg sprechen wollten. Es gab ja nun schon ein kurzes Video vom Julian, ne, bezüglich der Einladesäule in Großbeeren. Diese 2x22 kW, irgendwo und nirgendwo. Und wir waren in Rangsdorf, wo es ja nun... Kannst du dazu mal was sagen? Weit ja, und breit? Also ich selber komme aus Damendorf, Zossen. Da ist es genauso schlimm. Ich mache es mal fest und nenne es mal die Achse des Versäumnisses. Es geht um die 96, um die B96. Also die längste Bundesstraße in Deutschland. Eine wunderschöne Alleenstraße, sehr viel befahren. Und es gibt tatsächlich dort sowas wie die sogenannte Ladepampa. Von Berlin bis nach Baruth, das sind an der 96 entlang ungefähr 45 Kilometer, da gibt es nicht eine einzige öffentliche Ladestation. So, das ist im Prinzip der Grund gewesen, weshalb wir uns auch mal im Zentrum getroffen haben, in Rangsdorf. Für den, der jetzt nicht aus der Region kommt, wie viele Kilometer und über was für ein Radius sprechen wir? Rangsdorf ist da so ziemlich in der Mitte? Genau, da hat man nach Norden halt nochmal ungefähr 20 Kilometer und nach Süden nochmal 25 Kilometer, wo man gar nichts findet. Man muss halt wirklich schon, sag ich mal, weit über 20 Kilometer hinweg fahren in die umliegenden Städte, Ludwigsfelde, Trebin, Königswusterhausen, wo auch immer hin. Aber die liegen halt alle östlich oder westlich, also auf dieser reinen Südachse, Nord-Südachse von Berlin über die 96 nach Süden fahrend, findet man nichts. Also für die, die mich nicht kennen, ich lebe in Berlin, ich habe keine eigene Lademöglichkeit, ich lebe in einem Mietshaus und kann trotzdem ohne Probleme mit einem Elektroauto unterwegs sein, weil ich die öffentliche Ladeinfrastruktur nutze an Supermärkten, an Bahnhöfen, am Straßenrand, also wo das Auto steht, da lädt es. Ne? Und wenn wir jetzt das nehmen und sagen, okay, da lebt jetzt jemand auch vielleicht zur Miete, hat gar nicht die Möglichkeit selber irgendwie zu Hause zu laden, dann wäre es ja normalerweise denkbar, dass wenn er am Supermarkt, zum Beispiel Rangsdorf, wo wir uns getroffen haben, da ist ein Supermarkt, da ist ein Restaurant, da ist alles, ne? Ja. Wenn dort, jetzt habe ich zum Thomas geguckt und jetzt habe ich nicht gesehen, dass der Daniel den Anker geworfen hat. So, aber dann wäre es ja denkbar, dort quasi irgendwo Ladeinfrastruktur zu installieren, dann könnte der ja auch sein Leben abbilden. Dann kann der sich anstöpseln, während er zum Edeka einkaufen geht, während er, was weiß ich nicht, in ein Restaurant essen geht oder während er einfach im Rathaus seine Erledigungen macht. Ne? Ja, Zahnarzt und sowas ist auch noch da. Aber ich sag mal, in diesen ländlichen Gegenden ist es ja so, dass sehr, sehr viele dann trotzdem schon die Möglichkeit haben, weil sie in einem Mietshaus wohnen oder gar ein eigenes Haus haben, zu Hause zu laden.
Was mich an der Sache viel mehr ärgert, ist, dass diese Gebiete, gerade Rangsdorf, Dahlewitz, Blankenfelde und auch Zossen, das liegt im Speckgürtel von Berlin. Und es sind eigentlich Naherholungsgebiete für die Städter. Es gibt so viele Leute, die haben da ihr Wochenendgrundstück und die fahren einfach mal raus ins Grüne, an den See, wollen eine Runde rudern gehen, wollen eine Runde segeln gehen oder wollen irgendwo was im Umland erleben. Ich sag mal, wer hat weitergedacht, in Zossen, da gibt es eine Bunkerstadt, da gibt es Museen, da gibt es Sehenswürdigkeiten. Da reiten diese Kommunen dann auch drauf rum. Damit verdienen die richtig viel Geld, dass dort die Berliner halt am Wochenende hinfahren. Das sind Tourismusgegenden. Und die haben halt bis jetzt noch nicht begriffen, dass es eben wichtig ist, dass man eben auch den Elektroautofahrern eine Plattform bieten muss, weil bei denen ist es ganz besonders so, wenn die ihr Auto dort nicht laden können, dann fahren die da nicht hin. Ne? Und das ist ja das, was wir versuchen auf diesem Kanal zu vermitteln, dass die also man hört jetzt vielleicht so aus den Standardmedien, Elektromobilität kommt, die großen Hersteller, die kommen jetzt bald, die Volumenhersteller, aber Elektromobilität kommt nicht nur mit großen Schritten, sondern sie ist da. Ne? Sie ist bereits da und wir sind ein ganz lockerer, ich sag mal, ein ganz lockerer Haufen ohne jede Vereinsstruktur. Wir sind eine Interessengemeinschaft und selbst wir sind knapp über 100 Leute, ja, also wirklich Begeisterte. Wir haben in Berlin und Brandenburg weitaus mehr E-Fahrer. Das sind aber dann eher die Leute, die sich eben, ja, ich sag mal, die einfach ihr Leben leben, die in E-Auto fahren, aber die sich jetzt nicht irgendwie organisieren oder so. Ja, ne? Wo es eben passt, die keine Schwierigkeiten haben, die sagen, ich kaufe mir das Auto, weil es für mich die ökonomischste und die ökologischste wertvolle Form ist. Ich komme damit klar, ich kann damit von Berlin ins Umland pendeln oder umgekehrt, ich komme zur Arbeit, ich habe keinen Stress, ich brauche mir in Zukunft keinen Kopf machen darüber, dass irgendein Fahrverbot mir verbietet, zu meinem Arbeitsplatz oder zu meiner Wohnung zu fahren. Die aber an weiter nichts denken, die steigen in so ein Auto ein und fahren los. Ne? Und ja. Die haben halt ihre gewohnten Trampelpfade, wo sie auch wissen, wo sie ihr Auto vollladen. Und wenn sie halt dann tatsächlich mal eine längere Fahrt in Urlaub machen, dann kommt halt doch der Zweitwagen Diesel wieder zum Einsatz. Aber das kann ja eben genau nicht das Zielführende sein. Da wollen wir ja irgendwo dann mal weg, dass man eben sagt, die Infrastruktur ist irgendwann so gut, dass man halt überall hinfahren kann, ne? Egal. Ob man sich jetzt vorher einen Kopf macht und die Strecke plant oder ob man einfach mal spontan irgendwo hin will. Und diese Spontane ist halt momentan auch noch nicht gegeben. Und schuld daran sind halt sehr, sehr oft diese verkrusteten Strukturen in den Kommunen, wo eben Leute drin sitzen, die sich auch nicht nur ein bisschen in so einen Elektroautofahrer reindenken können oder auch gar keinen Bock haben. Also das finde ich ja noch viel schlimmer, die dann tatsächlich sagen, ja, ich finde es scheiße. Deshalb kommt sowas hier nicht hin. Ne? Ja, zum Beispiel. Also das ist ja immer das, was man sagen muss. Ne? Also ich habe es ja schon mal erwähnt in einem Video, wo ich mit dem Stefan Schwung vom Kanal Schwungvoll, wo ich den interviewt habe. Das verlinke ich mal dann hier oben über Thomas Kopf. Ja, da ist nichts. Da wird dann was sein. Wo wir gesagt haben, die sitzen halt da mit der Hand im Schoß und sagen, habe ich nicht, kann ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja? Und benehmen sich so ein bisschen wie die Großgrundbesitzer von früher, ja, wie irgendwelche Fürsten, wo du mal sagen musst, naja, sie sind gewählte Vertreter, ja, und sicherlich, vielleicht rennt jetzt nicht der wütende Mob draußen auf der Straße lang mit einer brennenden Fackel und sagt, wir wollen Ladeinfrastruktur, aber solange, wenn keine Ladeinfrastruktur da ist, dann wird sich dort auch kaum jemand ein E-Auto kaufen oder es wird sich nur schwer entwickeln. Aber auch diese Ortschaften tragen mit dazu bei, zum Luftreinhalteplan, zur Weiterentwicklung unseres Standortes. Ja? Und wenn eine Nachfrage da ist, dann werden auch Volumenhersteller viel früher in allen Bereichen, sowohl Ladeinfrastruktur als auch Autobau und Co., werden sie nachrücken. Ja? Und das ist halt das Ärgerliche, ja, dass sie künstlich quasi auch so ein bisschen die Nachfrage klein halten. Ja, und wie gesagt, was eben viele nicht verstanden haben, ich hatte unter Überlegung, schweifen wir jetzt zwar ab vom Thema Rangsdorf, aber das war ein Rügenurlaub, da kommt eben auch der Kommentar nach dem Motto, naja, es gibt ja keine Nachfrage. Ne? Und da habe ich ihnen auch gesagt, Leute, ihr denkt da völlig falsch. Hier wird keiner kommen und die werden euch nicht die Bude einrennen und werden sich beschweren, dass es keine Ladestation gibt. Die kommen einfach nicht zu euch. Ne? Genau. Und je mehr Elektroautofahrer es geben wird, und Elektromobilität ist die Zukunft, zumindest für die nächsten 20 Jahre gibt es keine Alternative, also die Leute,
die Leute, die werden dann, die fahren da einfach nicht hin, ne? Und dann ist halt auf einmal dieses tolle Naherholungsgebiet Rügen, das ist dann halt kein Ziel mehr, ne? Und dann brechen halt dort die Umsätze weg und dann. In 2 Wochen mal werde ich Urlaub machen auf Usedom. Für uns war klar, kann ja mal kurz auch nochmal anreißen, für uns war klar, wir fahren mit dem Auto. Irgendwo Ostsee, Nordsee, irgend sowas. Ne? Wir wollten irgendwo ans Wasser. Was habe ich gemacht? Ich habe, das ist jetzt keine Werbesendung, aber ich habe Booking.com aufgemacht und habe in dem Filter ganz unten aktiviert, nur, zeige mir bitte nur Unterkunft mit Lademöglichkeit an. Ja, mit Elektroauto-Lademöglichkeit. Und ich habe dann geschaut, okay, wo liegen die, wo sind die und wie komme ich dahin? Also komme ich überhaupt erst dorthin? Das ist immer der große Nachteil, wenn auch vielleicht welche das Geld investiert haben und gesagt haben, wir haben hier eine Lademöglichkeit, aber sie ist halt irgendwo im Nirgendwo und ich würde nur über Umwege dorthin kommen, dann mache ich das nicht. Aber ich habe meinen kompletten Urlaub danach geplant. Ja? Das heißt also, wir haben einen Ort gefunden, wo Ladeinfrastruktur am Zielort vorhanden ist, ja? Und wo wir halt auch hinkommen. Ja, und die anderen, die noch nicht so weit sind, die werden mich nicht sehen, wie ich mit einem Transparent oder was durch die Straßen ziehe und sage, mach doch mal Elektromobilität. Nein, die Euros, die und Cents, die ich da ausgebe in meinem Urlaub, die werden die halt einfach nicht sehen. Ja. Und so ticken halt die meisten E-Mobilisten. Da war halt noch ein bisschen anders. Wir hatten eben jetzt vorher, wir wollten eben nach Rügen, weil wir die eine Ecke eben auch noch nicht besucht hatten. Ich bin ein bisschen anders rangegangen, aber im Prinzip ähnlich. Ich hatte mir gesagt, okay, ein Hotelzimmer nehmen wir nicht, das gefällt uns nicht. Da gibt es noch andere Probleme. Wir wollen halt ein Ferienhaus haben oder eine Ferienwohnung. Da war ich dann noch mehr auf der Suche nach einem Ferienhaus, wo eben dann definitiv drin stand, dass ein Parkplatz in direkter Hausnähe, also auf dem Grundstück ist. Ja. Und wir haben dann tatsächlich einen Ferienbungalow gefunden, ganz klein, schnucklig und süß. Das hat mich dann ein Telefonat mit der Vermieterin gekostet. Die hat gesagt, leider Außensteckdose ist nicht vorhanden. Aber wenn sie eine Möglichkeit finden, das Auto zu laden, solange die Sicherung nicht rausfliegt, ist es mir egal. Über den Preis reden wir später. Und genauso haben wir es gemacht. Es war ein bisschen mit Improvisation. Ne? Man musste halt mit einem Notladekabel aus dem Badezimmerfenster raus, konnte ich dann mein Auto erreichen und habe dann im Prinzip aus Rücksicht auf die Hausinstallation mit 1,8 kW dann geladen. Das hat gereicht, um mein Auto halt über Nacht wieder so weit voll zu kriegen, dass ich am nächsten Tag wieder die nächste Unternehmung starten konnte. Aber ohne diese, sag ich mal, großzügige Vermieterin hätte das halt nicht funktioniert, ne? Weil die Ladeinfrastruktur auf Rügen, ansonsten ist halt die reinste Katastrophe. Was war denn mit dem nicht in Ordnung? Entschuldigung, ja. Hier ist eine Engstelle und hier müssen die Autofahrer sich abwechseln und hier ist gerade so ein Ford-Transporter mit quietschenden Reifen losgefahren. Erzähl weiter. Ja, also wie gesagt, wir hatten mit der Vermieterin halt den Deal, dass wir da laden dürfen und es hat auch funktioniert. 100% Akku hätte nicht funktioniert, den Akku von ganz leer auf ganz voll zu laden. Dazu wäre die Ladeleistung zu gering gewesen, aber man ist ja im Urlaub und man stellt sich darauf ein und so groß ist die Insel ja auch nicht. Also wir sind dann aber relativ mit 40-50% Restakku wieder zu Hause, also an unserer Ferienwohnung angekommen und haben dann halt über Nacht wieder vollgeladen. Ansonsten war es in Rügen halt schwierig. Ne? Also die haben sehr viele Sehenswürdigkeiten, die haben einen tollen Dinosaurierpark, die haben so eine wissenschaftliche Experimenteausstellung, die haben etliche Sachen, wo man sich immer mindestens 2, wenn nicht sogar 3-4 Stunden und mit Kindern wahrscheinlich noch länger aufhält. Aber es gibt dort nirgends so eine Ladestation. Da spricht man die Leute drauf an, kriegt man noch so pumpige Antworten. Ja, wir haben ja hier auch keine Waschmaschinen. Ne? Hallo Leute, ich bin da nicht mit einem Haufen Dreckwäsche. Ich bin mit einem Elektroauto angekommen und wollte den Strom auch nicht schnorren, wie mir das unterstellt wurde. Ich würde dafür bezahlen. Ich suche nur eine Lademöglichkeit, um mein Elektroauto wieder aufzuladen. Man muss dazu sagen, wir reden, Moment, Klärung, Blick noch. Ja. Diese Insel Rügen ist ein Naturparadies. Die verdienen dort ihr Geld damit, mit sauberer Luft. Mit einer tollen Natur und weiß ich was. Und die Leute, die sich tatsächlich einen Kopf darüber machen und sagen, wir wollen dieses Biotop dort oben nicht noch weiter zerstören, wir kommen elektrisch, denen werden noch Steine in den Weg geworfen. Irgendwie widerspricht sich das halt ein bisschen. Ja, ne? Natürlich. Also das und ich will halt da einhaken, wir wollen für den Strom ja bezahlen. Ja, ja das genau. Heißt also,
wir würden ein Geschäftsmodell bedienen. Also nicht nur der Bäcker, der Ferienwohnungbesitzer, der Friseur, der was weiß ich nicht, Zahnarzt oder sonst irgendetwas, würde dort Geld machen mit mehr Tourismus, ja, sondern sogar jemand, der eine Ladesäule aufbaut, der könnte damit auch Geld verdienen. Ja, natürlich. Ja. Oder zumindest könnten die Läden, die dort eben das machen, das eben durchaus noch in die Geschäftsmodelle mit einfliegen. Mit meiner Vermieterin habe ich ihnen auch gesagt, ich habe genau notiert, was ich geladen habe. Ich habe ja am Ende vom Urlaub dann nochmal 15 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich habe hier, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 14 und 50 Kilowattstunden geladen. Ich rechne das jetzt mal 50 Kilowattstunden mit 30 Cent pro Kilowattstunde ab und dann landen wir halt genau bei 15 Euro. Da hat sie mich angestrahlt und hat Dankeschön gesagt und war hochzufrieden damit. Ne? Ja. Und sie hat mich dann auch noch gefragt, was man alles machen könnte. Und ich habe ihr erstmal empfohlen, die einfachste Variante wäre halt eine Außen- Steckdose CE Blau. Und dann so ein GoE oder sowas zu besorgen. Den GoE, den bringt sich der Elektroautofahrer momentan wahrscheinlich sogar noch selbst mit. Und ansonsten kann man den halt einen sich für mehrere Ferienwohnungen anschaffen und da, wo Bedarf ist, wird er halt hingepackt. Und wenn der Bedarf steigt, kauft man sich sowas halt nach. Ne? Klang für sie völlig super und sie denkt drüber nach, spricht mit ihrem Mann. Ich denke mal, wir bleiben auch in Kontakt und ich werde sie dann noch weiter beraten. Aber das waren die Ausnahmen, ja. Also wie gesagt, egal wo ich gefragt habe, der größte Clou war, ich setze mich noch hin, suche mir die E-Mail-Adressen von den Tourismusverwaltungen von Rügen raus, ganze zwei Stück, einmal hallo-rügen.de und einmal tourismus@rügen.de. Schreibe da nochmal meine Sachen hin, schlage vor, empfehle, was man machen könnte, um für Elektroautofahrer das ganze Urlaubsgeschehen dort erträglicher zu machen. Und hast du eine Antwort gekriegt? Nein, genau das war das Problem. Und wir stellen uns einfach mal tot. Genau. Oder? Wir tun mal so, als hätten wir die E-Mail nicht empfangen. Und sitzen das mal aus. Lesebestätigung senden. So, also das ist wirklich eine Katastrophe. Und das ist jetzt, also sie schaffen es nicht in einer Woche zu sagen, ja, wir haben ihre E-Mail zur Kenntnis genommen und denken drüber nach und bearbeiten es. Nicht mal diese Grundform der Höflichkeit, ja, dass man darauf antwortet. Standard-E-Mail einfach oder nicht sowas. Mal das, ne? Nicht ja. mal das einfach gar nicht reagiert. Ne? Also und da fasse ich mir echt an den Kopf und sage, ja. Was soll aus diesem Tourismusgebiet in Zukunft werden? Ne? Also wenn die sich da nicht wirklich, so sagte mal, drehen und den Finger ziehen. Man sollte ja immer sagen, ne, ein Tourismusgebiet ist nur dann ein Tourismusgebiet, wenn es ja das bietet, was der Tourismus möchte. Ja? Aber die verhalten sich so ein bisschen so, zu uns kommen die, die das möchten, was wir haben. Und alle weiteren können gerne wegbleiben. Genau. Ne, die haben eben das Glück, dass momentan gibt es halt noch genug. Aber ich denke mal, die Zahl derer wird schwinden und die Zahl derer, die mehr wollen, wird steigen und dann kommt irgendwann dieser Achaje-Effekt. Ne? Und ich hab's, schon, keiner gesagt. Genau, und ich hab's ja schon mit Hans besprochen und habe auch gesagt, Leute, investiert jetzt in Ladeinfrastruktur und es wird euch gedankt. Mit den Elektromobilisten, die jetzt schon unterwegs sind, die werden gezielt zu euch fahren und werden dort Urlaub machen. Und werden euch extra Geld bringen. Und das ist die Elektromobilität kommt in großen Schritten. Und ob es nun Wasserstoff wird, Elektro oder doch der Diesel, ist völlig boogie. Aber Elektromobilität wird immer mehr. Und jetzt ist VW ID vorbestellbar. Und alle großen Volumenhersteller ziehen nach. Das heißt also, über kurz oder lang werden hier ein paar Millionen Elektroautos rumfahren. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr werdet so oder so Ladeinfrastruktur bauen müssen. Wenn dann aber erstmal die Massen da sind, ja, dann macht es keinen Unterschied mehr. Und dann werdet ihr keine Mehreinnahmen haben, sondern wird es sich nur auf die normalen Besucher gleichmäßig verteilen. Jetzt ist es noch etwas Besonderes, ja. Und jetzt könntet ihr noch mehr Einnahmen oder durch die Mehreinnahmen mindestens die Investition einer Ladesäule oder sonst irgendetwas amortisieren. Ich vergleiche das immer so schön mit dem WLAN. Ne? Damals war WLAN im Hotel ein Extra, das hat man bezahlt. Damit ließen sich der Router und sowas alles refinanzieren. Heute ist es selbstverständlich, man erwartet diese Dienstleistung, wenn man in einem Hotel übernachtet, kostenlos. Und ist gar nicht mehr bereit dafür, irgendwas zu bezahlen. Ja. Und das wird eben mit den Ladesäulen genauso sein. Ne? Der Kunde, der im Hotel übernachtet, wird sagen, ja, wenn du mir mein Auto über Nacht nicht auflädst und die Kosten dafür in deinem Geschäftsmodell versteckst, dann komme ich zu dir nicht. Wegen mir
werde ich ein Parkhaus bezahlen, aber ich werde nicht beides bezahlen. Genau. Und das ist ja schon was ich jetzt mache. Ne? Also ich zahle für Ladekosten, ja, oder ich zahle für ein Parkhaus, aber ich zahle nicht beides. Ja? Ja. Also wenn ich irgendwo im Parkhaus im Urlaub oder 18 Euro, 20 Euro die Nacht, dann werde ich nicht noch für den Strom bezahlen. Also das mache ich halt einfach nicht, wo ich sage, das sehe ich gar nicht ein, weil dann in den Parkhäusern sind ja dann auch noch immer Wallboxen über New Motion, da wirst du ja arm bei, wenn du da ein Auto lädst. Da ist ja denn, du hast so eine Flatrate-Karte, die damit funktioniert. Dann ja. Interessiert es dich nicht. Ja, hast du, ne? Ja. Ah, gerade die New Motion. Das funktioniert da ganz gut damit. Ich habe hier nur die EWE. Nee, aber was ich noch sagen wollte zu dem Thema ist, jetzt gibt es eben auch noch, sag ich mal, Förderung für die Ladestation. In 5 oder 10 Jahren wird es diese Förderung halt nicht mehr geben. Und da muss man diese Kosten tragen, kriegt sie nicht wieder, weil es eben selbstverständlich ist, während man momentan damit noch einen Umsatzplus generieren kann und halt noch eine Förderung abgreifen kann. Jeder Kapitalist sollte eigentlich sofort sagen, ey geil, ich kaufe mir gleich 10. Ne? Ja. Es ist halt teilweise nicht verständlich, warum eben Unternehmer diese Chance nicht sehen. Ne? Nee. Das ist teilweise wirklich grotesk. Also das grenzt eigentlich schon an Verweigerung. Ja. So. Jetzt müssen wir mal gucken, hier ist Verkehrsgefühl. Ja, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ja, und wir können ja dann auch mal wieder zurück nach Rangsdorf. Das war ja eigentlich der Auslöser von der Sache. B96. Da waren wir ja stehen geblieben. Also wenn ich von Berlin nach Süden über die 96 möchte, also ich habe ja mehrere Wege. Ich kann über die 101, ich kann über die A13, ich kann über die A9, ich kann aber eben auch über die B96 fahren. Und unsere Auswahl war eben gewesen Rangsdorf, weil das eben ziemlich zentral noch an der Autobahn lag. Also da kreuzt sich die B96 mit der Autobahn, mit der A10 quasi. Und das war für uns der Ausgangspunkt, dort zu sagen, an dieser Achse des Versäumnisses machen wir mal ein bisschen Bambule und wir werden da mal ein paar Politiker wachrütteln und die Bevölkerung. Und ich muss sagen, der Abend war auch sehr interessant. Also wir hatten sehr, sehr viele Besuche da gehabt und es war auch sehr... Wir hatten auch interessante Gespräche. Sehr viele Gespräche. Und er war erfolgreich. Ja. Die Matz, Märkische Allgemeine Zeitung, die hat glaube ich dreimal... Fünfmal. In der Folgewoche jeden Tag war ein Artikel in der Zeitung, der darüber berichtet hat. Und dann schauen wir mal. Also die Sache ist jetzt ins Rollen geraten. Dort werden halt auch noch gerade Umbaumaßnahmen am Südring Center gemacht. Dort soll halt eine Ladeinfrastruktur entstehen. Wir von der Interessengemeinschaft sind auch noch mit im Gespräch und versuchen dort mit Energieversorgern und der Kommune Lösungen zu finden, Ladeinfrastruktur im Ort noch anzusiedeln, damit eben gerade an touristischen oder an wichtigen Punkten halt es möglich ist, ein Fahrzeug zu laden. Nach unseren Appellen gibt es dort offene Ohren. Das ist eben das Positive an der ganzen Geschichte und da können sich eben noch andere Kommunen im Umland ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Definitiv. Das war ein schönes Schlusswort, denn wir von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, wir machen nicht einfach nur YouTube-Videos, sondern wir machen Flashmobs. Wir gehen den Verantwortlichen auf die Nüsse. Wir zeigen, dass Elektromobilität bereits heute da ist und wir machen Dampf. Und wenn ihr weiter informiert sein wollt, wie es in Rangsdorf weitergeht, was sich in Brandenburg und Berlin noch so tut und welche Akteure wir hier noch vor die Kamera zehren und dann auch wirklich mal kritische Fragen stellen, dann abonniert einfach den Kanal. Das ist hier unten auf Abonnieren klicken, kostet nichts. Und wenn ihr sogar benachrichtigt werden wollt über die aktuellen Videos, dann drückt einfach die Glocke daneben. Dann kriegt ihr jedes Mal eine Push-Benachrichtigung oder eine E-Mail, sobald wir ein neues Video hochladen. In diesem Sinne, ich bedanke mich, Thomas. Jo. Wir sind gleich da. Am Lea. Nee, erstmal Rheinsberg. Rheinsberg, sag ich doch. So. Und dann werden wir da auch noch mal ein paar andere Videos machen, werden ein paar Eindrücke einfangen. Das soll es aber hier erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.